So, wir beginnen nun mit dem Einbau der Festplatten. Hier hinten das Mainboard und die Sachen habe ich soweit schon mal rein, weil dann hätte ich zu viel mit der Hand vor der Kamera gearbeitet und man hätte gar nichts erkannt. Ich versuche das beim Zusammenbau jetzt aber so zu machen, dass ihr auch entsprechend was sehen könnt. Als erstes werden wir die Kingston SSD-Festplatte einbauen und zwar mit diesen Anschlüssen nach hinten, aus dem Grund, dass wir auf der Rückseite die Kabel schön verstauen können. Das heißt, wir klemmen eigentlich hier auf der einen Seite das in die Pins rein und auf der anderen Seite legen wir die Festplatte auf. Dann nehmen wir uns mal unseren hochwertigen Akkuschrauber. Ne? Ist eigentlich optimal, um so kleine Sachen entsprechend hier zu verbauen. So, und gehen hier mal rein. Müssen hier nur gucken, dass wir in das Loch reintreffen. So, fest ist die erste Schraube. Jetzt gehen wir die zweite. So, ist zwar magnetisch, aber muss immer so ein bisschen gucken, dass das auch wirklich dann passt hier. So, damit ist die SSD-Platte schon mal fest. Als nächstes haben wir hier aber nicht nur die Startfestplatte, sondern wir haben auch noch eine Datenfestplatte. Da haben wir hier die Toshiba mit 1 TB. Das ist eine sogenannte High-Performance-Festplatte. Das heißt, die ist dementsprechend so ausgelegt für dauerhaften Einsatz. Und auch für hohe Datenübertragungsraten. Dafür benutzen wir, da wir nicht zu viel schrauben wollen, diese Halterungen. Ja, kann man ein bisschen schlecht sehen. Mit den Halterungen kann man das eben schon mal hier in die Führungsschiene einbauen. Das möchte ich euch jetzt natürlich auch zeigen. Und wir bauen auch die Festplatte hier mit den Anschlüssen nach hinten ein. Das bedeutet, auf dieser Seite werden wir hier mal jetzt diese Halterungen dran klipsen. So, und dasselbe machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich es richtig rum mache. Das heißt, wir haben hier die Festplatte, legen das hier unten an und klipsen auch das hier entsprechend rein. Das ist jetzt soweit schon alles erledigt. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Festplatte nehmen, hier einmal reinschieben und schon ist er eingebaut. Und damit das aber auch erschütterungsfrei ist und alles gut läuft, werden wir das von den Außenseiten jeweils mal mit einer Schraube verschrauben, dass das entsprechend feste ist. Und dann sind wir da auch schon mit den Festplatten durch. So, ist fest und weiter geht's jetzt mit den nächsten Komponenten. So, damit die Festplatten auch später gut benutzt werden können, brauchen wir natürlich auch noch passende Anschlusskabel. Wir nehmen hierfür SATA-Kabel, mit denen wir dann entsprechend die Festplatten an das Mainboard anschließen. Das heißt, wir werden jetzt hier schon mal schauen, dass wir die ersten zwei Anschlüsse festmachen. Hier am Mainboard direkt dran. Voilà. Und damit das auch ein bisschen versteckt ist und schön aussieht, ziehen wir diese Kabel hier auf der Rückseite oder auf der einen Durchführung im Gehäuse raus. So. Und haben jetzt im Prinzip hier die Anschlüsse vorbereitet. Dasselbe machen wir natürlich auch dann noch für das DVD-ROM. Das muss ja auch noch hier angeschlossen werden, weil ohne das können wir auch nicht viel machen. Denn der Daniel möchte ja auch hier ein bisschen seine CDs nutzen können. So, das ist jetzt soweit eigentlich alles ganz angenehm verstaut. Und wir gucken jetzt mal auf die Rückseite und klemmen die Festplatten schon einmal an. So, hier auf der Rückseite sind wir erstmal mit der Stromverkabelung beschäftigt. Ich gucke gerade mal, wir haben hier die SATA-Anschlüsse, die brauchen wir. Und wir werden hier auf alle Fälle mal zwei SATAs verwenden. Das heißt, hier oben keinen Winkelstecker, sondern einen normalen Anschluss. So. Hier unten können wir dann dementsprechend gleich die 1 TB Festplatte noch mit dazu anklemmen. Das restliche Kabel, das verstauen wir hier unten. Ihr seht, da sind noch einige Anschlüsse dran. Mit denen kann man natürlich dann später auch noch hier bis zu weitere 3 Festplatten erweitern. Des Weiteren kommt jetzt hier unser SATA-Kabel zum Tragen. Das heißt, Moment, ich gucke mal gerade. Wir haben hier noch ein PCI-Express-Kabel. Das brauchen wir aber im Moment auch nicht, weil dafür kein Anschluss benötigt wird. Das heißt, das legen wir auch da unten rein, dann ist das auch gleichzeitig schön verstaut. So, jetzt gucken wir schnell nochmal auf die Rückseite, welches das Kabel 1 war. Es ist normalerweise egal, aber ich habe mir angewöhnt,
das erste Festplatte, die erste Festplatte auch auf dem SATA1 Anschluss drauf ist, dann kann ich das immer auch ganz gut zuordnen. So, und den zweiten Anschluss vom SATA mit dem Winkelstecker machen wir hier unten auf die Datenfestplatte des PCs fest. So, als nächstes nehmen wir uns hier das DVD-ROM-Laufwerk vor von Asus, ne, Multi-DVD-Brenner. Der soll natürlich hier oben auch seinen Platz finden. Das heißt, wir werden den jetzt hier entsprechend mal einsetzen. So, ich guck mal gerade. Der darf auch nicht ganz reingeschoben werden, weil natürlich hier vorne auf die Vorderseite noch die Abdeckung drauf kommt. Von daher gucken wir, dass das hier vorne ein kleines bisschen übersteht. Außerdem haben wir hier den Vorteil, wir haben hier Schnellschrauben. Das heißt, wir brauchen da im Prinzip gar nicht viel mit fremden Schrauben arbeiten, sondern können das Ganze hier einfach mit dem vorhandenen Schraubsystem festmachen. So, dann ist das nämlich gleich fixiert. Und wir brauchen uns da gar keine Sorgen zu machen, keine extra Schrauben benutzen. Ist schön, dass in den neuen Gehäusen mittlerweile das alles schon drin ist. So, das machen wir gerade auf der anderen Seite auch. Ha, wollte ich gerade sagen. Aber man sieht, es ist nur auf einer Seite. Das heißt, hier auf der zweiten Seite, mal gucken, so, jetzt kann man es erkennen. Auf der zweiten Seite müssen wir natürlich dann doch entsprechend Standardschrauben nehmen. Aber zum Fixieren ist das natürlich schon mal sehr, sehr gut. So, Nummer 1 ist fertig. Dann wollen wir die Nummer 2 noch dran. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Laufwerk hier nicht richtig fest ist und dann anfängt zu vibrieren. Weil das natürlich unheimlich unangenehme Schwingungen verursacht, sozusagen. So, und jetzt haben wir das soweit alles hier fertig. Was jetzt noch fehlt, ist entsprechend hier oben ebenfalls ein Stromanschluss. So, kann man da reinmachen. Das Kabel hatte ich vorbereitet und hier haben wir den Anschluss, den wir für das CD-ROM vorhin auf das Board drauf geklemmt haben. Das heißt, das schließen wir hier auch noch entsprechend an. So, und gucken, dass wir hier das Kabel so formen, dass es keine Probleme mit dem Kühler gibt. Das wäre nämlich nicht so schön, wenn sich das hier mit dem Kühler ein bisschen stört. Von daher nehmen wir das auch wieder runter. Wir machen das jetzt ganz raffiniert. Nämlich, wir ziehen das Kabel hier hinten raus, auf der Rückseite, weil da ist wie so eine Art Kabelkanal, Kabeltunnel. So, und dann können wir das hinten rumsetzen und man hat natürlich hier vorne im vorderen Bereich entsprechend mehr Platz. Als nächstes verbauen wir eine der wichtigsten Komponenten, von dem man eigentlich nie genug haben kann, nämlich dem Arbeitsspeicher. Wir haben jetzt hier Ballistics Sport. Sport sei schon, Ballistics Arbeitsspeicher. Das sind 2x8 GB Riegel, die lassen wir im Dual-Channel-Betrieb laufen. Damit ist natürlich gewährleistet, dass der Computer richtig Gas gibt. So, und bei den Systemen ist es so, hier unten wird das einfach in die Führungsschiene reingesetzt. Oben sind Clips und dort wird das Ganze dann verriegelt. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, dass wir das hier unten in den Clip reinkriegen. Ich muss mich mal kurz vor die Kamera lehnen, sonst sehe ich das nicht. So, damit ist der unten drin und oben, wie gesagt, braucht man ihn nur noch einklipsen. Ihr habt den kleinen Klick gehört, damit ist der erste Speicher drin. Dasselbe machen wir jetzt natürlich mit dem zweiten RAM auch noch. Das heißt, da ist es einfacher, weil man kommt besser dran. So, der ist drin und der ist auch drin. So, damit dürfte das eigentlich jetzt passen. Ich mache gleich nochmal die optische Kontrolle, ob die Chips richtig drin sind. Und dann geht es mit der Grafikkarte weiter. Nächster wichtiger Baustein ist natürlich die Grafikkarte. Es gibt tausende von Kombinationen dafür. Also, wir haben hier auf diesem Mainboard ein PCI 3.0 System schon. Das heißt, die neueste Variante. Hier oben und hier haben wir zweimal PCI Express 16-fach, die sind auch Crossfire geeignet, um Grafikkarten miteinander zu verbinden, plus nochmal drei kleine Anschlüsse. Diese drei kleinen Anschlüsse werden selten benutzt, aber man könnte hier auch dann später zwei Hochleistungsgrafikkarten miteinander verbinden. So, in dem Fall bei diesem PC brauchen wir nicht ganz so die extreme Grafikkarte, deswegen haben wir uns hier für eine GeForce GT 730 entschieden.
Die hat 4 GB RAM. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte euch die natürlich auch mal zeigen. So, muss nur mal aufpassen, dass man die vorsichtig hält. 4 GB RAM ist für das, was jetzt hier in dem PC gemacht werden soll, dicke ausreichend. Und von daher ja, braucht man auch keinen extra Stromanschluss wie bei den Hochleistungsgrafikkarten, hat aber trotzdem einen ja, aktiven Lüfter drauf. Die Stromversorgung erfolgt hier in dem Fall über den PCI Express Port. Und ich würde sagen, wir bauen diese jetzt mal ein. So. Mal gucken, dass wir die anständig da reinkriegen. Man hört das leichte Klacken. Hier hinten ist noch eine Verriegelung, die haben wir eben entsprechend auch gleich mit festgemacht. Und da komme ich jetzt allerdings mit dem Akkuschrauber nicht rein. Deswegen werden wir das so machen, dass ich das hier mal mit der Hand festschraube. Ich habe da mal was vorbereitet, sozusagen. So, denn auch ganz wichtig hier ist, dass die Grafikkarte zu 100% wirklich fest drin sitzt, damit es eben auch am Port keine Beschädigungen und Probleme gibt. So, und damit ist die ebenfalls angeschlossen. Wunderbar, ist drin. Das Schöne bei der Grafikkarte ist, das könnt ihr euch hier hinten angucken, wir haben hier einen DVI-Eingang, einen VGA-Eingang, also auch noch für ältere Monitore geeignet und natürlich auch hier ein HDMI für Flachbildfernseher und sonstiges. So, da wir hier aber die Grafikkarte ja jetzt schon haben, habe ich hier oben drüber den Grafikkartenanschluss zugeklebt, damit keiner auf die Idee kommt, da was anzuschließen, denn die Onboard-Grafik soll ja in dem Fall nicht verwendet werden. Damit unsere Festplatten genug Luft kriegen und das gesamte Gehäuse auch schön temperiert ist und nicht überhitzt, werden wir hier entsprechend noch einen zusätzlichen Lüfter einbauen. Also wir haben hier hinten ja schon mal einen passenden Lüfter drin. Und dasselbe werden wir jetzt hier nochmal machen, allerdings nicht in der ausblasenden Richtung, sondern in der Richtung, dass er angesaugt wird, sodass also kalte Luft von außen sozusagen nach innen ins Gehäuse geführt wird. Dafür nehmen wir auf alle Fälle erstmal das Lüfterkabel und werden das hier an der Seite durchziehen, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen und auch später noch die Option haben, hier zu erweitern, wenn es mal drauf ankommt. So, ich bin gerade am gucken, wie wir das am besten verbauen. Ich würde sagen, das machen wir so. Dann können wir das hier direkt schön aufstellen. So, das sieht gut aus. Dafür brauchen wir jetzt Spezialschrauben. Das sind lange Schrauben mit einem feinen Teilgewinde. Und ich sehe schon gerade, der Akkuschrauber will das nicht machen. Also hier, das sind die Schrauben dafür. Das heißt, wir werden die mal hier reinpacken. So, und dann ist das nämlich auch ein bisschen einfacher zu verbauen. So, also ohne Akkuschrauber wäre ich hier schon böse aufgeschmissen, muss ich ehrlich sagen. So, das müsste eigentlich hinkommen. So, damit haben wir die erste Schraube schon mal dran. Als nächstes natürlich noch hier unten eine zweite. Das wird einfach nur zweifach diagonal verschraubt. Und dann ist die Sache auch erledigt. Das geht relativ einfach. So. Und immer schön festziehen, aber nicht zu fest. Also es soll sich nicht mehr bewegen können, damit keine Vibrationen entstehen, aber es soll natürlich auch nicht zu fest sein, damit es nicht kaputt geht. So, wir drehen das Ganze noch um. Ihr seht, hier hat sich ganz schön was getan und schließen jetzt hier auf der Unterseite den Lüfter auch gleich hier an die Gehäuseverkabelung an. Damit ist das auch erledigt. Den ganzen Kabelstamm werden wir später natürlich noch ein bisschen besser verstecken. So. Hier vorne die ganze Front sieht ja noch ein bisschen nackig aus. Damit das jetzt auch ein schönes Gehäuse wird, werden wir jetzt mal die Frontblende aufsetzen. Die hat hier auch nochmal einen Stromanschluss, den wir natürlich hier vorher durchziehen müssen. Denn dieser Stromanschluss ist dann für die Gehäusebeleuchtung gedacht. So, das ist mit einem alten vierpoligen Anschluss festgemacht. Und wir werden jetzt hier das Gehäuse aufsetzen. Im Optimalfall sollte auch das CD-ROM wunderbar dann passen. Wir gucken jetzt mal, ob das alles so hinhaut. Jetzt ist der Moment der Wahrheit sozusagen. Es ziert sich ein wenig. Ah ja, kein Wunder, hier oben ist noch ein Kabel im Weg. Das können wir noch ein bisschen wegmachen. Jetzt sollte es passen. So, jetzt können wir mal gucken. Einmal, zweimal, dreimal. So, und damit ist die Front des PCs fertig. Und deswegen auch vorhin das DVD-ROM etwas überstehen lassen. Jetzt ist das 100% gerade mit der restlichen Front. Hier auf der, ja, sagen wir mal Modding-Seite des Gehäusedeckels, weil hier ist eine kleine Scheibe noch drin, werden wir ebenfalls hier noch einen Lüfter einbauen, damit wir, wie gesagt, dort auch die Möglichkeit haben, unnötige warme Luft aus dem System rauszuholen.
Das Ganze werden wir so montieren. Allerdings muss ich von außen verschrauben. Das heißt, wir werden das System hier mal umdrehen. So, den Lüfter mal hier unten drauflegen. Und jetzt mal gucken. Das mache ich jetzt halt mal so ein bisschen behelfsmäßig, weil ich jetzt hier leider keine hundertprozentige perfekte Halterung dafür habe, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Das ist in Anführungszeichen nur Kunststoffteile, die also auch nicht jetzt sehr lackempfindlich sind. Aber hier werden wir mal dann gucken. So, damit ist die erste Schraube des Lüfters schon fest. Wunderbar. Denn es habe ich aus eigener Erfahrung festgestellt, dass es um einiges besser ist für das Gehäuse, wenn man in der Seite vorne und hinten eine Lüftung hat. Und das Ganze muss natürlich abgestimmt sein, auch von der Lüftergröße. Das heißt, es muss genug Luft reinkommen, dass kein Unterdruck entsteht. Aber es darf auch nicht zu viel Luft reinkommen, dass kein Überdruck entsteht, weil das bildet unangenehme Geräusche, die machen dann wirklich keinen Spaß. Aber wenn das Ganze von der Luftleistung aufeinander abgestimmt ist, dann ist das wunderbar. Und am Ende sieht es dann eben so aus. Damit ist das fertig. So, das Deckelchen werden wir gleich befestigen. Ich lege den schon mal passend hin. Allerdings müssen wir natürlich noch gucken, dass wir hier auch den Anschluss hier unten an den Rear-Fan bzw. Side-Fan der Festplatte noch mit anklemmen, damit wir eben auch hier ja, die Stromversorgung haben. So, jetzt machen wir den Deckel noch zu. Mag nicht, mag doch. So, und damit ist die Sache fertig. Nicht erschrecken, ich scrolle mal sozusagen ein klein bisschen hoch. So, dann kann ich euch das auch besser zeigen. Muss man das Stativ wieder festmachen, deswegen wirkt das nicht ganz so professionell, aber ich möchte euch ja zeigen, wie ein PC gebaut wird und nicht, wie man die Kamera bedient. So, den Deckelschrauben macht natürlich auch passend wieder zu. So. Und ich habe keine Schrauben übrig, das heißt, ich habe anscheinend alles richtig gemacht. So, und damit ist im Prinzip die Geschichte erledigt. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch hier die Schutzfolie abzuziehen, damit die schöne Scheibe rauskommt. Und ja, damit kann jetzt der PC zur Einrichtung.